Okay, and good morning to another live morning routine. I saw that I put, today is German Day. I can speak German. Nice. Also, hallo zu einer weiteren Folge der Morgenroutine. Wir starten sofort. Ich habe gemerkt, dass ich in der Angabe, wann das heute stattfindet, um 9 anstatt um 6 steht da. Da hat sich die Zahl umgedreht. Egal, wir fangen immer um 6 an, niemals um 9. Ja? Und morgen am Donnerstag, den 30. gibt es ausnahmsweise keine Morgenroutine. Da fällt es aus. So, wir sind ja schon, wir kennen es ja jetzt schon. Deswegen starten wir einfach. Und für die Leute, die es noch nicht kennen, die gucken einfach mal mit. Wir gehen in die Vorbeuge. Beuge, schön öffnen in der Brust, seitlich. Andere Seite. Rotation. Rotation andere Seite. Vorne diagonal. Ich mache das Ganze mit einer Atmung, die etwas tiefer ist als die normale Atmung, die auch so den Brustkorb öffnet. Diagonal nach hinten. Schön die Brust öffnen. Andere Seite diagonal nach vorne. Andere Seite diagonal nach hinten. Und wir fangen wieder von vorne an. Vorbeuge. Rückbeuge. Sanft. Es ist morgens. Es nicht übertreiben. Seite.
Andere Seite. Rotation. Rotation. Diagonal nach vorne. Diagonal nach hinten. Diagonal nach vorne. Diagonal nach hinten. Freie Bewegung in der Wirbelsäule. Ihr könnt diese 10 Positionen, die wir gemacht haben, als Hilfe benutzen, als Denkhilfe. Die Idee ist es jetzt, sich mehr oder weniger kontinuierlich zu bewegen. Ihr könnt auch Stopps machen. Aber es geht auch um den Kontrast zu dem, was wir davor gemacht haben, wo wir statischer waren. Und das für 3 Minuten.
vergisst auch den Kopf nicht, den Nacken. Schulterblätter rückwärts rotieren und dabei in verschiedene Positionen mit den Oberarmen im Raum gehen. Ihr könnt auch nach innen und außen rotieren. Ihr könnt die Ellenbogen gebeugt haben oder gestreckt. Aber spielt rum mit der Positionierung des Oberarmes. Rotierende Armschwünge. Aus den Beinen und der Körpermitte. Ganz lockere Arme. Arme vor und zurück. Wenn ich nach hinten gehe, wippe ich leicht auf die Fersen. Das Ganze ist ein bisschen wie ein Sprung. Jetzt einer nach vorne, einer nach hinten, wie ein übertriebener Schwung vom Gehen hin und her. Jetzt lasse ich die Arme höher kommen, dass die sich oben berühren und ich drehe so meinen Körper auf, jeweils zu der Richtung, zu der ich gehe. Schultern vorwärts rotieren. Wieder das Gleiche, dass ich mit den Ellenbogen in verschiedene Positionen gehe, im Raum auch aber nach innen rotiert oder nach außen rotiert, Ellenbogen gebeugt oder gestreckt.
gerne über Kopf. Natürlich schwieriger, als die Arme einfach hängen zu lassen. Aber wir wollen uns ja aufwärmen für den Tag. Gut, wir gehen zu den Beinen hin und wir machen die Kniebeuge mit der Drehung erstmal locker. Erstmal reinkommen, die Knie erwecken. Ja, was ich auch gerne mache, ist dieses Rüberstreichen mit den Händen, um quasi sanft die Knie aufzuwecken aus ihrem tiefen Schlaf. Und dann kann ich mit der Zeit tiefer runtergehen, ist aber kein Muss. Ja, also ihr geht einfach so, wie es sich für euch gut anfühlt. Ich gehe jetzt ganz runter und sitze da auf meiner Ferse, aber das müsst ihr nicht. Dann bleiben wir unten und machen unser Abknien von der einen zur anderen Seite. Ihr könnt mit den Fersen oben bleiben, auch die ganze Zeit, je nachdem, wie es für euch geht. Und ihr könnt natürlich die Hände auf dem Boden benutzen, so viel wie ihr braucht. Dann erwecke ich die Fußgelenke. Ich gehe zu einem Fußgelenk hin. Mit dem Knie nach vorne übers Fußgelenk in verschiedenen Richtungen. Auch hier wieder so angepasst, dass es für euch gut ist, jetzt um diese Uhrzeit morgens. Andere Seite. Dann etwas breiterer Stand und ich sinke runter, ich erwecke die Hüften, wechsle immer von der einen zur anderen Seite und ich habe diese harmlose Wirbelsäule, diese Wirbelsäule, die einfach so bleibt, wie sie ist. Bei der Wirbelsäule bleibt alles so, wie es ist. Hin und her, Stand nicht zu weit, nicht zu eng. Ja, ein bisschen Anstrengung in den Beinen ist da natürlich, denn ich gehe runter. Aber gleichzeitig forciere ich das nicht. Also es ist lockeres Runtergehen, lockeres Aufwecken der Hüften, sagen, guck mal, so. Auf einem Bein stehen und wenn ihr könnt, wenn ihr euch sicher fühlt auf einem Bein, könnt ihr auch hier noch die Hüften ein bisschen bearbeiten. Jetzt in einem lockeren Stil, ohne Kraft, Bewegung im Becken. Und die andere Seite.
Und das war's. Wir sind durch. Wie immer, habe ich es gerne, wenn man kurz schreibt, dass man da war im Chat und hier im Livestream dabei war. Das ist immer schön. Und ich habe schon gesagt, morgen ist ausnahmsweise nicht. Und mich haben fragen jetzt immer wieder Leute nach einer Möglichkeit zu donaten. Wie heißt das auf Deutsch? Weiß ich nicht. Die kommt, die Möglichkeit. Gut, dann habt einen guten Tag, guten Start in den Tag. Zack.